Ja, schönen guten Abend und herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach dem Zweitligaspiel von Werder Bremen gegen Holstein Kiel. Endstand im ausverkauften Wohnen im Westweserstadion, 3:2 für die Gäste aus Kiel. Ich begrüße auf dem Podium beide Trainer und möchte Herrn Rapp um sein Statement zum Spiel bitten. Bitte schön. Ja, hallo in die Runde. Ich bin natürlich sehr, sehr glücklich über die Spielleistung und über den damit verbundenen Klassenerhalt. Ich glaube, das Spiel hat so ein bisschen die Situation bei Holstein Kiel so wiedergegeben. Wir haben ordentlich angefangen, haben dann zwei Rückschläge gekriegt. Gefühlt wusste man gar nicht so richtig, warum wir auf einmal 2-0 hinten liegen. Die Mannschaft hat nicht aufgegeben, hat Moral bewiesen, machen dann natürlich zum guten Zeitpunkt den Anschlusstreffer. Waren in der Halbzeit, haben gesagt, wir müssen einfach so weitermachen, noch ein, zwei Dinge anpassen, aber grundsätzlich so weitermachen. Und zweite Halbzeit dann mit den zwei Toren plus die gute Verteidigungsleistung, glaube ich, haben wir auch nicht unverdient hier gewonnen. Natürlich muss man immer auch mal eine Phase überstehen, wo viele Flanken reingekommen sind. Aber das ist, glaube ich, ganz normal, wenn man mit Holstein Kiel bei Werder Bremen spielt, dass man das dann nicht alles wegverteidigen kann, dass man da auch ein bisschen Spielglück braucht, ist, glaube ich, ganz normal. Aber alles in allem sind wir sehr zufrieden und fahren mit dem Bus glücklich heim. Dankeschön. Rapp, vielen Dank. Ole, bitte deine Einschätzung zum Spiel. Ja, hallo von mir erstmal. Glückwunsch Marcel, Glückwunsch an Holstein Kiel für den Sieg. Ich glaube, wir haben heute einen guten Start ins Spiel gefunden, gehen 2-0 in Führung in einem Heimspiel. Auch wenn es sicherlich so war, dass wir hier und da Probleme hatten, Zugriff gegen den Ball zu bekommen, haben wir dennoch insgesamt relativ wenig zugelassen aus dem Spiel heraus. Müssen eigentlich aus meiner Sicht auch mit 2-0 in die Halbzeit gehen. Das schaffen wir nicht und holen so im Endeffekt den Gegner dann auch wieder zurück ins Spiel. In der zweiten Halbzeit sind wir zu Beginn ja eigentlich relativ gut drin, haben die Möglichkeiten auch auf 3 einzustellen, schaffen das nicht, ja, trotz auch sehr, sehr guter Einschussmöglichkeiten und geben es dann im Endeffekt komplett aus der Hand, was sehr, sehr enttäuschend ist, weil ja, ich glaube, dass wir es insbesondere dann auch nicht geschafft haben, in einfachen Situationen, ja, wenn ich das 2-2 nehme, wo es einfach nur darum geht, mit dem Mann mitzugehen, beim Mann zu bleiben, bevor die Flanke kommt, ja, oder wenn es eben halt auch darum geht, beim 3-2 ja, einfach eine klare Zuordnung zu finden. Im Endeffekt etwas, was wir auch in der Halbzeit angesprochen haben, dass ich mich dann vielleicht mit in die Kette fallen lasse als zentraler Spieler. Also Dinge, die ja, zu verhindern gewesen wären, haben wir nicht verhindert und sind im Endeffekt dann dafür heute eiskalt bestraft worden. Es ist sehr bitter für uns, weil, wie gesagt, der Spielverlauf erst einmal für uns war. Aber wir müssen unterm Strich feststellen, dass wir eben ja, heute auch nicht zu Unrecht verloren haben, weil wir, glaube ich, insgesamt deutlich unter unseren Möglichkeiten geblieben sind. Vielen Dank. Ja, Ole, auch dir vielen Dank. Wenn es jetzt Fragen gibt, bitte digitales Handzeichen oder einen kurzen Hinweis in den Chat. Marco Nehmer aus Kiel von den Kieler Nachrichten, bitteschön. Wir können Sie nicht hören. Kannst du nur die Frage in den Chat schreiben, dann kann ich sie vorlesen. Gibt es von den anderen Kollegen Fragen? Dann warten wir einmal auf den Kieler Kollegen. Wir überbrücken kurz mit Björn Knips von der Deichstube. Björn, bitteschön. Ja, hallo in die Runde. Ole, was macht ihr jetzt mit dem Ergebnis? Was machst du jetzt mit der Mannschaft? Naja, dass das heute enttäuschend ist, ist ja klar. Und trotz alledem ist es jetzt eben so, dass wir die Dinge, so wie wir es immer tun, aufarbeiten werden. Dass wir morgen in eine Analyse dieses heutigen Spiels gehen. Und dann müssen wir den Blick auf die nächste Aufgabe richten. Das Rennen ist eng, das bleibt eng. Es ist heute aus unserer Sicht noch enger geworden, weil wir es nicht geschafft haben, hier heute zu punkten. Ja, und das müssen wir so akzeptieren, wie es ist für den Moment. Und trotzdem ist natürlich heute eine Enttäuschung da. Da müssen wir ja nicht drum herum reden. Jetzt ist auch die Frage von Marco Nehmer eingetroffen an Marcel Rapp. Werdet ihr den Klassenerhalt heute in irgendeiner Form feiern? Ja, ich glaube, dass es eine schöne Rückfahrt wird. Und ich glaube, die Jungs haben sich das auch verdient. Wir machen dann frei bis Dienstag. Weil man muss, glaube ich, auch sehen, was wir jetzt vorm Spiel oder so nie thematisieren, wie viele Verletzte wir haben, dass wir mit einer Mannschaft hierher fahren, dass Jojo Vandenberg Halbverteidiger spielen muss, was er, glaube ich, noch nie in seiner Karriere gespielt hat. Und Jojo ist, glaube ich, schon 36 Jahre alt. Ich glaube, das sind alles Dinge, wo die Mannschaft dann hinnimmt, wo es das Beste draus macht. Und ich glaube, wenn man dann so einen Sieg einfährt in Bremen, haben die Jungs auch 3 Tage frei verdient. Björn Knips hat die Hand noch gehoben.
alt oder neu? Scheint alt zu sein. Dann gibt es keine weiteren Fragen. Vielen Dank unseren Gästen. Eine gute Heimreise. Alles Gute. Die Saison ist für euch ja dann sozusagen in trockenen Tüchern. Und Ihnen und euch noch einen schönen Abend und uns ein gutes Wochenende. Danke. Ciao. Ciao. Ciao.